Wasser bitte. Danke. Darf ich auch mal? Was denn? Rasieren. Aber erst noch ein bisschen schauen, ne? Könnt ihr euch ein bisschen beeilen? Wir sind spät dran, ja? Ja. Langsam, 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 langsam. So. Du wartest hier? Dauert auch nicht lange. Müssen wir unbedingt mit in die Kirche? Du hast es versprochen. Ja, ist okay. David, komm. Na toll. Wie weiß man jetzt, wer wo sitzt? Keine Ahnung. Na komm, wir fangen einfach mal an. Warte, ich mach dir Platz. Vorsicht. Haben wir alles? Die Torte? Du, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir müssen in einer Viertelstunde in der Kirche sein. Was? Schon? Ja. Ich will nicht neben der Renate sitzen. Schatz, das gucken wir dann gleich, ja? Du darfst jetzt aufhören zu quengeln. Komm, Prinzessin. Komm. Wir haben hier nicht zu entscheiden, ob es Totschlag oder ein Unfall war. Wir haben zu entscheiden, ob das Kind gewalttätig ist oder nicht. Was glauben Sie, was es war?
Schwer zu sagen. Der Patient kommt und wir versuchen herauszufinden, was ihm fehlt. Ihm zu helfen. Würden wir ihm auch helfen wollen, wenn es kein Unfall war? Wem wir helfen, sollten wir nicht in Frage stellen. Und wenn es ihr Kind gewesen wäre? Das ist ja ein super Hochzeitsgeschenk. Naja, aber das sieht wirklich aus wie... aus Versehen kaputt gemacht. Jetzt wollte ich... Aber Prinzessin, es ist mitten in der Nacht. Ja, aber sonst bekommen wir das doch nicht fertig. Also ich finde, es sieht schon fertig genug aus. Hopp, ich muss jetzt schlafen. Aber... Nein, nix aber. Morgen wieder, ja? Liest mir noch etwas vor. Nee. Ich muss schlafen. Bitte. 2 Minuten. 5 Minuten. Das kleine Mädchen tapst mit ihren Füßchen vorsichtig die Holztreppe hinauf. Oben im Baumhaus angekommen, entdeckt sie eine Truhe. Vorsichtig öffnet sie mit einem Zauberschlüssel das erste Schloss, dann das zweite, dann das dritte. Hast du Lust, mir mal dein Zuhause aufzumalen? Wieso nicht? Vielleicht überlegst du es dir ja nochmal mit dem Bild. Was haben die ihm denn gegeben? Ein Neuroleptikum, um die Spannung zu nehmen. Wirkt eher so, als wollte man ihn sedieren. Also nichts. Na, so komme ich auf jeden Fall nicht zu ihm durch. Glauben Sie, er realisiert, was er getan hat?
Die Frage ist, ob ich alles tun wollte. Und wenn ja, warum? Morgen. Ja, ist doch schön, dann sehen wir uns am Wochenende. Aber nur, wenn der Wind gut ist. Ja, gut, danke. Danke. Und? Wir sind uns unsicher, ob man wirklich schon auf Medikamente einstellen sollte. So ganz andere Diagnose. Er hat die halbe Nacht geweint. Vorher stand nichts im Krankenblatt. Und dann weißt du es jetzt. Er ist 8 und in einer geschlossenen Abteilung. Weg von zu Hause. Natürlich ist er verängstigt. Solange wir ihn ruhig stellen, komme ich nicht zu ihm durch. Johann, wir haben ein totes Kind. Wir können nicht ausschließen, dass ein anderes Kind dafür verantwortlich ist. Den ganzen Tag läuft die Presse an. Das Gesundheitsamt ist hochnervös, weil sie ein nicht strafmündiges Kind in die geschlossene Abteilung überstellt haben. Ich meine, sowas haben wir nicht jede Woche. Also lass uns bitte nicht über 5 Milligramm hin oder her diskutieren. Findet heraus, wie es dazu kommen konnte. Also können wir erstmal auf Medikamente verzichten. Ich möchte schnellstmöglich Antworten geben können. Die Tagesdosis können wir zunächst absetzen, ja. Da geht niemand ran. Ich versuch's beim Jugendamt. Die müssen ja wohl wissen, wo er untergebracht ist. Und dann? Dann fahren wir dahin. Ich finde, wir sollten uns um die Beerdigung kümmern. Meinst du nicht? Wir haben später einen Termin im Institut. Sabine, ich schaff das nicht allein. Sag mal, dir kann's gar nicht schnell genug gehen, oder? Ich will verdammt noch mal wissen, was genau passiert ist. Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Es geht doch um unsere Tochter. Gerber, die durch nichts, was du tust, wieder zu uns zurückkommt. Wann darf ich mein Kind denn wieder mit nach Hause nehmen? Wir müssen erst mal herausfinden, was ihrem Sohn fehlt. Aber ihm fehlt nichts. Außer vielleicht sein Zuhause. Aber ihr Kind braucht Hilfe. Und die versuchen wir, ihm hier zukommen zu lassen. Sie sperren David hier ein, er ist 8. Niemand weiß doch, was passiert ist. Wahrscheinlich machen sie ihn hier erst krank. Wenn Sie uns helfen, Ihren Sohn besser zu verstehen, dann kommen wir schneller zu einer Diagnose und dann können wir auch vielleicht bestätigen, dass es nur ein Unfall war. Wie kann denn überhaupt jemand glauben, dass es kein Unfall war? Wir müssen dem Jugendamt melden, dass Ihr Sohn erneut unbeaufsichtigt ist. Ich kann ihn doch nicht einsperren. Glauben Sie, es ist mir egal, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, mein Kind ist weg. Dann müssen Sie sich vielleicht besser organisieren. Wir können Ihren Sohn nicht 3-mal im Monat mitten in der Nacht allein am Flughafen aufgreifen. Warum haben Sie uns denn nicht angerufen? Und dann hätten Sie mir doch nur gesagt, ich soll noch abwarten. Nicht bei einem 8-Jährigen. Was kann das Jugendamt daran ändern? Wir sind verpflichtet, derartige Vorfälle zu melden. Derartige? Sicher.
David, kommst du bitte raus? Setz dich mal hier hin. Ist dir eigentlich klar, was ich mir für Sorgen mache? Verstehst du denn nicht? Die nehmen dich mir weg. Aber ich dachte... David, du kannst doch nicht glauben, dass dein Vater einfach mal so eingeflogen kommt. Warum denn nicht? Du darfst auf jeden Fall nicht mehr abhauen. Hast du mich verstanden? Aber wann kommt er denn? Wenn du nicht wärst, wäre es gar nicht weg. David, bitte versteh doch endlich. Er kommt nicht wieder. Er hat uns verlassen. Was, wenn dir immer schlecht ist? Wie soll mir denn schlecht werden? Keine Ahnung, ist das nicht so? Weiß ich nicht. Und du willst trotzdem den neuen Job machen? Weiter jeden Tag Freakshow? Meine Freaks, wie du sie nennst, sind weit normaler als deine Modefuzzis. Ja, okay. Aber du sagst es ihm heute Abend. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Klar will ich irgendwann Kinder, aber nicht gerade jetzt. Das war sowas von nicht im Plan. Nicht in deinem oder nicht in seinem? Naja, ich muss mich... Lass dich mal alleine, ne? Entschuldige, ich muss noch ein paar Sachen zusammenpacken. Schon okay. Danke. Du rufst an, wenn was ist, ja? Ja, mache ich. Tschüss. Ciao. Danke. Komm gut heim. Mach ich. Hey, tut mir leid, ich habe total die Zeit vergessen. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Mein Telefon spinnt irgendwie. Na? Hm. Ich dachte, vielleicht essen wir noch heute was zusammen, bevor ich morgen abfahre. Hä? Moment mal, bevor du was? Bevor ich ja, gut, ich verstehe schon, das wird wieder so. Und ich arbeite nur noch und schlafe nicht mehr Job. Es ist 11 und du bist noch in der Werkstatt. Also weißt du doch, was das für eine Chance für mich ist. Komm schon, wenn das wirklich so eine Riesenchance ist, wie du immer sagst. Du kriegst ja bald einen Lehrstuhl und lässt mich sitzen, weil ich so... Weil du so ein versponnener Schreiner bist, der meint, er muss kranken Klavieren helfen. Genau. Ich liebe es, wenn meine kluge Freundin meine Sätze vervollständigt. Hm. Hunger. Okay. Jacke. Ist ja echt krass. Hm. So kann man es auch ausdrücken. Und in der Klinik sind nur solche Kinder, ja? Der Junge, der ist schon ein besonderer Härtefall. Am Ende entscheidet dein Gutachten alleine, ob der Junge wieder rauskommt oder nicht. Nein, nicht ganz. Letztlich entscheidet das Familiengericht, aber auf Basis des Gutachtens. Und das machst du ganz alleine? Nein.
In Zusammenarbeit mit Mühsch. Ja. Er meint, dass ich vielleicht besser an den Jungen rankomme. Weißt du, was ich glaube? Hm? Ich glaube, zwischen dem Mühsch und dir, da läuft das. Und deswegen reist er immer von Klinik zu Klinik hinterher. Wie alt ist der eigentlich? Jim! Hat Spaß. Und eine Spezi? Spezi. Magst du mir noch sagen, was dieser rote Kreis hier zu bedeuten hat? Darf ich dich was bitten? Würdest du mir auch einen blauen Kreis malen? Vielleicht nicht jetzt gleich, aber irgendwann? Meine Nase ist rot, nicht blau. Gehen wir die Symptomatik noch mal durch. Den Rest können wir nur Stück für Stück zusammensetzen. Also, keine körperlichen Störungen wie Ausdrucksmotorik, normale Sprachentwicklung, keine erkennbaren Merkmale selbstverletzenden Handelns, keine Zwangssymptomatik. Ich glaube, wir sollten uns erstmal auf die Angstsymptome konzentrieren. Die einen Auslöser worin haben? Biologische Faktoren, soziales oder familiäres Umfeld? Das kann ich zu dem Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Was ist mit einer PTBS? Absolut denkbar. Bleibt allerdings die Frage nach dem traumatischen Auslöser für diese Belastungsstörung. Haben wir vom Jugendamt schon eine Rückmeldung zur familiären Situation? Noch nicht. Wir müssen noch mal mit seiner Mutter sprechen. Wissen wir, wann sie ihn besuchen kommt? Mm-mm. Was ist mit den Bildern? Die Punkte. Er sieht was in den Kreisen, das ihm Angst macht. Wahrnehmungsstörungen. Könnten auch biologischen Ursprungs sein. Kreativität, die sich verselbstständigt? Würde zu einer affektiven Psychose führen. Oder zu frühkindlicher Schizophrenie. Kemper würde das mit Sicherheit sofort unterschreiben. Wieso? Von Kemper stammen einige der renommiertesten Publikationen zum Thema frühkindliche Schizophrenie. Der hat sich vor 20 Jahren seinen Namen damit gemacht. Mhm. Noch ein Schluck Wasser? Kannst du das Licht anlassen?
Du kannst nicht mein Papa sein. Mein Papa ist Land in Australien und kommt nie hierher. Natürlich steht Ihnen frei, auf dem Sarg oder der Urne eine eigene Inschrift eingravieren zu lassen. Das müssen wir allerdings dann 2 Tage vor dem Bestattungstermin wissen. Und von innen? Sie meinen beim Sarg. Da gibt's eigentlich keine großen Unterschiede. Also, wir haben einige Stoffe zur Auswahl. Haben Sie sich denn schon für eine Bestattungsart entschieden? Ich würde gerne ein paar Unterlagen mitnehmen. Natürlich. Geben Sie mir einfach Bescheid. Ich würde mich nur trotzdem schon mal um die Überstellung aus der Gerichtsmedizin kümmern. Wenn Ihnen das recht ist. Dankeschön. Morgen, mein Schatz. Du musst aufstehen. Aber Mama, heute ist doch gar keine Schule. Oh, das habe ich total vergessen. Tut mir leid. Was machst du denn dann den ganzen Tag? Du, David, ich muss nach der Arbeit noch zum Arzt. Mach keinen Blödsinn, ja? Essen ist im Kühlschrank. Ich melde mich nochmal. Kuss. Kuss zurück. Brenninger Teleservice, guten Tag. Sie sprechen mit Frau Walz. Was kann ich für Sie tun? Lieber Papa, ich habe mir so gewünscht, dass du irgendwann zu mir kommst. Nur einmal. Aber jetzt weiß ich, dass du das gar nicht willst. Du willst gar nicht mein Papa sein. Das hat Mama mir gesagt. Ich glaube, dir wäre es am liebsten, wenn ich gar nicht da wäre. Ich komme jetzt nicht mehr zum Flughafen. Hat sich also nichts verändert? Auf Dauer sind Beruhigungsmittel keine Lösung. Ich brauche halt meinen Schlaf. Waren Sie bei meinem Kollegen? Und? Nichts. David ist ein lebendiges Kind. Kreativ. Also kein ADS? Hyperaktiv, ja. ADS, nein. Und besser schlafen kann ich deswegen auch nicht. Ja, das eine sind Sie, das andere ist Ihr Kind. Ich glaube, dass sich mein Alltag ausgeschlafen auch mit David bessert. Also gut, aber bitte nur bei Bedarf. Tranquilizer sind keine Kopfschmerztabletten. Danke. Ich hab was für dich gekocht, Mama. Ja, das sehe ich. Hast du keinen Hunger? Ist doch wegen gestern. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Das ist ja auch ganz lieb, aber wir müssen jetzt hier ganz schnell sauber machen. Kein Essen? Doch, doch, aber ich koche. Der Rainer kommt doch heute zum Essen. David, warte, das war doch nicht so gemeint.
Gut siehst du aus. Danke. Schmeckt's dir? Mhm, sehr gut. Hattest du einen stressigen Tag? Wieso? Du? Mein Ohr tut immer noch weh, die sind manchmal so anstrengend. Dein Sohn oder deine Kunden? Ja, David, der ist manchmal... Wollte der nicht mit uns essen? Nee, ich... Ich glaube, du wolltest lieber oben... Poltergeist spielen? Vielleicht ein Pudding? Bitte? Schokolade, Eis, Pudding. Ich weiß ja nicht, was Kinder so gerne essen, aber vielleicht ein Pudding? Ach so. Gute Idee. Ich bin gleich zurück. Wie sieht's denn aus bei dir heute Abend? Oder muss ich wieder alleine flirten gehen? Auf einen Drink jetzt abends? Ich kann auch alleine gehen. Kannst, komme ich lieber mit. Ich bin gleich zurück. Nur ein Traum. Bist du noch wach? Warum wollen alle Menschen wissen, was passiert ist, nur du nicht? Warum?
Was glaubst du, würde es ändern? Wenn ich nicht wüsste, dass du der Vater bist, würde ich daran zweifeln. Meins. Sie sind auch mit dem Privatvermögen haftbar. Ich war nur in einer Besprechung. Tim, was soll ich jetzt machen? Ich kann hier nicht einfach weg. Ja, ja, ich beeile mich. Ist gut. Ciao. Entschuldigung. Ja. Haben Sie einen Moment? Wollen wir kurz raus? Schwierige Situation. Auch für Sie. Die Leute meinen mich. Bei der Arbeit ist es auch ganz seltsam. Ständig rufen irgendwelche Menschen von der Zeitung an. Es tut mir leid, ich muss Sie das jetzt sehr direkt fragen. Gibt es in Ihrer Familie psychische Vorerkrankungen? Nein. Wie würden Sie denn das Verhältnis zwischen Ihrem Sohn und zwischen Ihrem Freund beschreiben? Normal. Sicher, es war eine frische Beziehung. Da kümmert man sich vielleicht erst mal ein bisschen mehr um sich selbst. Geht dir auch? Junger Mann, du hast jetzt aber nicht vor, hier jeden Stein anzuschleppen, oder? Du bist doch schon groß, kannst auch allein entscheiden. Aber ich weiß doch nicht. Steine, Schatz, Steine. Auf die man schreiben kann. Danke. Nicht zu groß, nicht zu klein. In der Schule war der da so richtig eng vorne? Nee, eigentlich nicht. Deswegen wundert es mich ja, dass sie mich jetzt plötzlich zu ihrer Hochzeit einlädt. Aber mir hat das nie eingeleuchtet. Was? Das Heiraten. Das ändert doch nichts, oder? Außer der Steuerklasse und dem Ring, aber den kann man sich eigentlich auch so schenken. Leute heiraten, lassen sich scheiden, heiraten wieder. Naja, einige bleiben ja auch zusammen. Ja, das stimmt. Ich meine doch eher so früh heiraten. Die ist genauso alt wie ich. Naja, was weiß ich. Du würdest also nie heiraten wollen? Doch, vielleicht. Ich schau mal nach David. Wir gehen aber schon, oder? Hast du deine Hausaufgaben denn schon gemacht?
Ich muss mich jetzt um die Sterne kümmern. David, wir haben doch darüber gesprochen, dass du dir in der Schule jetzt wieder mehr Mühe geben sollst. Am Ende ruft deine Lehrerin wieder bei mir an. Weißt du? Hausaufgaben mache, Steine anmalen. Was denn jetzt zuerst, hä? Was hältst du davon, wenn du in Zukunft immer zuerst die Hausaufgaben machst und dann Sachen wie spielen, malen? Aber eigentlich ist es doch egal. Was? Wann ich was mache. Ist es nicht. Wieso? Ihr seid doch sowieso nie da. Also kann ich auch nachts Hausaufgaben machen. Ach. Pömer, das tut mir auch leid. Aber das wird doch nicht immer so sein. Guck mal, der Rainer geht eben abends gern noch mal weg und dann kann ich ihn doch nicht immer allein gehen lassen. Und warum kann ich da nicht einfach mit? Weil du nachts schlafen sollst, damit du dich in der Schule wieder besser konzentrieren kannst, ja? Gehst du heute wieder weg? Wir gehen nur ins Kino, aber du gehst schon ins Bett. Guck mal, wir waren doch heute am Waldsee, das war doch schön. Und nächste Woche machen wir was zusammen, ja? Nur wir zwei. Wollen wir mal wieder in den Zirkus gehen? Ich will nicht mehr in den Zirkus. Gut, dann machen wir irgendwas anderes, was dir gefällt. Was denn zum Beispiel? Papa ist doch Clown, oder? David, du musst damit aufhören. Ein für alle Mal. Es tut mir leid, was ich letzte Woche zu dir gesagt habe, aber merkst du nicht, dass ich versuche, einen neuen Papa für dich zu finden? Kann es sein, dass der dann auch einfach nicht mehr kommt? Nein, das hoffe ich nicht. Ich habe mein Kind nicht gern allein gelassen. Ich weiß, dass das keine gute Situation ist. Aber wie soll man denn sonst eine Beziehung aufbauen? David ist ja auch kein Kleinkind mehr. Und auf der Hochzeit? Sie haben Platzsteine verteilt und dann? Dann sind wir auf die Feier, also in die Kirche zuerst und dann sind wir auf die Feier. Ich habe David spielen lassen. Die hatten einen Zauberer und die Kinder durften sich verkleiden. Naja, das wissen sie alles. Und dann, ja, dann war das Nächste das mit dem Mädchen. Ich habe jetzt gleich eine Sitzung mit David, aber ich würde sie gerne mal zu Hause besuchen. Und dann? Das Jugendamt war doch auch schon bei uns. Überlegen Sie sich. Tschüss. Tag, Herr Professor Dr. Kemper, hier Della von der Pforte. Ich habe hier die Frau Böhm stehen, die wollte mit David. Ja. Okay. Ja, sag ich ihr. Ich habe ein Recht darauf. Diese Abteilung hat nur Besuchszeit. Ich habe ein Recht darauf. Ich kann Ihnen da nicht helfen. Ich werde jeden Tag hier stehen und warten, bis man mich reinlässt. Richten Sie das diesen Ärzten aus.
Mailbox. Nachrichten nach dem Piep. Sag mal, sprichst du jetzt nicht mehr mit mir? Wir haben sie verloren, egal was du tust. Aber ich will sie nicht allein beerdigen. Nicht ohne ihre Mutter. Du kannst uns doch nicht einfach zurücklassen. Ich habe gerade mit deiner Mama gesprochen. Wo? Hier? War sie hier? Die werde ich auch besuchen. Nein, Mama war noch gar nicht da. Kann ich bald wieder nach Hause? Oder dort raus, in den Garten? David, wenn deine Mama mal nicht zu Hause war, was hast du denn da so gemacht? Hast du gespielt? Ferngesehen? Bist du rausgegangen? Waren Freunde da? Erzähl doch mal. Für mich? Okay. Das habe ich gemacht, oder? David, magst du mir sagen, was da genau passiert ist? Ich hatte Angst vor ihm. Vor wem? Hattest du Angst vor dem Mädchen? Nein, vor ihm. Ist er jetzt auch da? Manchmal ist er da. Manchmal. Magst du mir sagen, von wem du da gerade redest? Vielleicht versuchen Sie es noch mal woanders.
Tim, hi. Martina, hey. Ich dachte, du siehst glücklicher aus. Ist gerade nicht so meine Zeit. Das schafft ihr schon, die drei. Ich muss dann. Tschüss. Möchtest du nicht mit? Magst du es nicht an den Händen? Ist er da? David, der tut dir nichts. Soll ich ihn fragen, was er will? Und wo ist er ungefähr? Okay. Ich gehe zu ihm hin und werde ihn fragen, was er will, okay? Ich glaube, er ist nicht mehr da. Kommen wir gehen. Ich verstehe nicht, wie du das aushältst. Wie ich was aushalte? Also, was soll ich denn denken? Dass du mich nicht mehr willst, oder? Dass du glaubst, ich wäre kein guter Vater? Tim, ich wollte es dir ja sagen, aber ich... Stattdessen redest du lieber mit irgendwelchen Menschen. Ich habe doch nur mit Martina geredet und ich... Ich bin vielleicht pleite, aber ich schaff das schon. Du bist was? Das weißt du doch. Nein, woher denn? Dann verstehe ich noch weniger, warum du mich so aussperrst. Tim, ich weiß doch selber noch gar nicht, ob ich es will. Ach, und das entscheidest du einfach so alleine. Fass mich nicht an.
Seit den letzten Tagen bin ich mir sicher, dass er... Frau Dr. Krämer, ich verlange von Ihnen die Erstellung eines objektiven Gutachtens. Stattdessen überschreiten Sie Ihre Kompetenzen und fangen an zu behandeln. Es war nur eine Umarmung. Worum geht's Ihnen hier eigentlich? Vielleicht hat der Junge das mal gebraucht. Oder die junge Kollegin. Also weiter. Ich bin mittlerweile sicher, dass er an einer akuten Belastungsstörung und in der Folge an Wahrnehmungsstörungen leidet. Sie sprechen von einer frühkindlichen Schizophrenie. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Niemand redet hier von einfach. Ich schließe mich der Meinung an. Vieles deutet auf eine PTBS hin. Die Modediagnose bei allen jungen Kollegen. Eine frühkindliche Schizophrenie festzustellen, halte ich für voreilig. Zweifeln Sie jetzt meine Kompetenz an. Ich möchte, dass Sie Ihre Arbeit hier zeitnah beenden und zurück zum Universitätsklinikum gehen. Wir kommen so nicht weiter. Sie stochen hier nur rum. Wenn Sie vielleicht einen Moment draußen warten. Was ist denn sein Problem? Nehmen Sie es nicht persönlich. Wenn wir jetzt falsch behandeln, dann verbringt David Jahre in Kliniken und wird medikamentiert. Das ist sein Spezialgebiet. Und es geht um ein totes Kind. Ja, Sie haben ja recht. Ich habe ja nur an den Jungen und an die Konsequenzen für ihn gedacht. Kemper, sitzen die Institutionen im Nacken. Er gibt uns eine Woche. Entschuldigung, warten Sie hier auf jemanden? Ich warte darauf, dass man mich in die Klinik lässt. Wen wollen Sie denn besuchen? Den kleinen Jungen hinter dem Zaun. Warum? Können Sie mich nicht einfach reinlassen? Es geht nicht. Kann ich nicht. Das wäre wirklich wichtig für mich. Was wollen Sie denn da? Es ändert doch nichts. Fahren Sie nach Hause zu Ihrem Mann. Genau, sie darf auf gar keinen Fall die Klinik betreten. Sagen Sie das bitte auch an die Nachtschicht weiter. Danke. Würden Sie mal bitte kommen? Keine Lust mehr gehabt, auf Papier zu malen? Wenn du mir sagst, wie ich dir helfen kann? Kannst du ihn wegschicken? Wen wegschicken? Den Clown. Was will denn der Clown von dir? Weiß ich nicht, aber er ist nicht mein Vater. Der ist nämlich hier unten durch. Wie, wo unten durch? Australien ist hier unten durch. Warum hast du nur Angst vor einem Clown, wenn dein Vater auch einer ist? Mein Papa kommt nie, aber dieser Clown kommt immer. Magst du dich mal hier hinsetzen aufs Bett? Erst wenn er weg ist, okay? Okay. Weißt du, was ein Tresor ist? So einer mit einem ganz großen Schloss? Ja, so wie in einer Bank. Genau, genau so ein. Den stellst du dir jetzt mal vor.
Und jetzt? Jetzt stellt sie dir einen Clown vor. Und wie der in den großen Tresor reinläuft. Ist er drin? Ja. Und jetzt schließt du die Tür ganz fest. Und nur du weißt, wie sie wieder aufgeht. Niemand sonst. Ja? Wenn wir den Clown wegmachen können, können wir dann auch das Mädchen wieder herholen. Da bist du. Ich habe eine Bauleitung angeboten bekommen in Berlin. Und wirst du hingehen? Was denkst du? Grimma? Wieso, was ist? Was ist passiert? Du hast gelogen. Er war doch wieder da. Was haben sie ihm gegeben? Eine Viertel Lorazepam. Das hilft dir erstmal. Und dann passiert heute Nacht auch nichts Schlimmes mehr. Wenn was ist, rufen Sie mich. Ich bin drüben. Der Vater ist doch sicher kein Clown. Und die Tresorübung hat nicht geholfen? Haben wir erst einmal gemacht. Wir müssen dringend herausfinden, woher diese Belastungsreaktion kommt. Wollen Sie es nicht noch mal bei der Mutter versuchen? Darf ich Sie was fragen? Muss man, wenn man das alles sieht, nicht Angst haben, selber ein Kind zu bekommen? Wenn man sieht, was man alles falsch machen kann? Die Sicherheit, die wir uns wünschen, die gibt es weder bei der Behandlung noch beim Großziehen der eigenen Kinder. Jetzt gucken Sie nicht so. Akzeptieren Sie die Unsicherheit. Und vergessen Sie nicht, dass wir unser Leben gestalten können. Und jetzt fahren Sie erstmal nach Hause und gönnen sich noch unter Schlaf, ja?
Was machst du da? Wonach sieht's denn aus? Tim, was soll das? Nora, ganz ehrlich. Ich mach einfach nur noch. Reden kann man mit dir sowieso nicht mehr. Und deswegen packst du jetzt meine Sachen zusammen und... Also mal, du schießt doch nicht ganz richtig! Die haben schon Sachen in der Werkstatt gepfändet. Und wenn deine Sachen noch da sind, dann sind die als nächstes dran. Ich hatte keine Ahnung, dass es so schlimm ist. Ich versuche seit Tagen mit dir zu reden. Tim, ich war in einer Besprechung. Was soll ich denn machen? Ich kann da nicht ans Telefon. Ja, du warst in einer Besprechung. Das ist nichts Neues. Ich hab's kapiert. Okay, erzähl's mir jetzt. Warum denn? Das interessiert dich doch überhaupt nicht. Du rennst jeden Tag in die Klinik, um Menschen zu helfen. Was dich und mich angeht, das ist dir doch scheißegal. Unser Kind ist dir scheißegal. Sie sind aber pünktlich. Kommen Sie rein. Danke. Wollen Sie sich das ganze Haus anschauen? Wenn ich mich ein bisschen umschauen darf, ja. Bin ich ja jetzt schon gewohnt. Haben David und ihr Freund schon so eine Art Vater-Sohn-Beziehung zueinander aufgebaut? Er ist sehr nett zu ihm, wenn es das ist, was Sie meinen. Mhm. Und Davids Vater? Wollen Sie was trinken? Einen Tee vielleicht? Wie ist das Verhältnis zu Davids Vater? Hier geht's um David, richtig? Und er lebt bei mir und ich versuche ihm alles zu geben, was ich kann. Um zu verstehen, was mit David los ist, muss ich... Glauben Sie nicht, dass ein Kind zu seiner Mutter gehört? Natürlich, aber trotzdem... Und deshalb sperren Sie meinen Sohn ein und tun so, als ob Sie ihm helfen würden? Ein anderes Kind ist tot. Glauben Sie wirklich, David hat das gewollt? Es geht erstmal nicht darum, was ich glaube. Sein Vater hat ihm auf jeden Fall nichts getan und ich auch nicht, falls Sie auf was Derartiges hinaus wollen. Lebt er hier in der Nähe? Er hat sich schon während der Schwangerschaft aus dem Staub gemacht. Ich habe keine Ahnung, wo er lebt und was er macht. So ist das halt mit der ersten großen Liebe. Haben Sie Kinder?
Meinen Sie, ich könnte mir mal kurz Davids Zimmer anschauen? Hier spielt er oft, stundenlang. Dann ist er wie in so einer anderen Welt. Hat er manchmal andere Kinder zu Besuch? Nein, er spielt lieber allein. Vereine und Sport oder irgend sowas? Er wollte immer mal ein Instrument lernen, aber ich kann mir ja kein Klavier aus dem Rücken schneiden. Das ist eine von seinen Kisten. David kennt seinen Vater nicht. Ich habe ihm erzählt, dass er Clown ist und nach Australien ausgewandert. Aber solche Geschichte kann man ja nicht ewig aufrechterhalten. Bei Kindern mit einer blühenden Fantasie können solche Geschichten vieles auslösen. Sie suchen doch auch nur jemanden, der am Ende schuld ist. Nein. Ich suche etwas, das hilft, David zu verstehen. Das tue ich auch. Ich wollte immer nur eine Familie, verstehen Sie? Ein Mann, ein Kind, ein Job. Und was habe ich jetzt? Jetzt werde ich verhört und mein Kind ist eingesperrt. Und jeder glaubt, dass mein Freund oder ich oder sonst wer meinem Kind was angetan hat. Und ja, ich wünsche mir immer noch eine Familie, aber das Ergebnis, ja, das sehen Sie ja jetzt. Manchmal sind es die subtilen Liebe. Kleine Dinge, die Kinder verstören. Nein, eine zu offensive Bewegung, ein Satz. Eine verletzende Aussage, die sich in ein Kind hineinbohrt. Ich kann halt nicht immer alles richtig machen. Wenn Sie mich fragen, dann braucht David vielleicht eine Familie. Aber in erster Linie braucht er Sie. David ist allein. Man kann ihnen helfen. Ihnen beiden. Darf ich die mitnehmen? Ja, okay. Was ist passiert? Sind Sie Angehörige? Ich bin seine Freundin. Sie können mitkommen oder direkt ins Krankenhaus fahren. Vielleicht war das ein Zeichen. Tim, sag mir bitte, dass du das nicht mit Absicht gemacht hast. Klar. Ich habe beabsichtigt den Finger abgeschnitten, um die Versicherungssumme zu kassieren. Sie nur mal was gegen die Schmerzen, bitte. Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du dir den Finger abschneidest. Ich habe mir nicht mit Absicht den Finger abgeschnitten. Ich bin nämlich keiner von deinen Psychos. TG, tu mir den Gefallen. Du kannst hier nichts tun. Tim, es tut mir leid, dass ich vorhin gedacht habe, du... Kümmere dich erstmal um deinen Kram. Ich kann dich jetzt hier nicht brauchen. Ich kann dich doch hier nicht... Geh einfach! Thank you.
Irgendwie kann ich ja doch nicht immer alles richtig machen. Manchmal will ich einfach, glaube ich, zu viel. Wie meinst du das denn? Warum kann ich meinen Beruf nicht lieben und trotzdem eine Familie mit dir haben? Wer sagt das denn? Erinnerst du dich noch, als du mir die geschenkt hast? Warum hat man eigentlich immer das Gefühl, dass früher alles einfacher war? Weil es vielleicht so ist. Glaubst du, wir schaffen es trotzdem? Wie glaubst du das denn? Du weißt, ich hätte den Auftrag nicht angenommen müssen. Ich weiß. Aber ich schaffe das jetzt nicht anders. Vielleicht gehen wir das irgendwann nochmal anders an. Ja, vielleicht. Lass uns die Dosis noch mal verringern. Ja. Darf ich? Die Tox war positiv. Tranquilizer? Ja. Ich denke aber nicht, dass Sie alleine für seinen Zustand verantwortlich sind. Medikamentenmissbrauch kann durchaus dazu führen. Wie hoch ist die Konzentration? Nachweislich 3 Mikrogramm. Was sehr wenig ist. Eigentlich zu wenig. Ich war heute bei seiner Mutter zu Hause. Und? Ich bleibe bei meiner Vermutung einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und wie argumentieren Sie Ihre Diagnose? David hat seinem Vater in den letzten beiden Jahren Briefe geschrieben. Sie war natürlich nie abgeschickt. Wohin auch? Ich sehe das traumatisierende Kippmoment in der Bemerkung der Mutter. In Davids ohnehin psychisch belasteten Situation hat hier, glaube ich, die Transgression der positiv besetzten Fantasie des Vaters als Clown in die negativ und mit Ängsten besetzten Halluzinationen stattgefunden. Was denkst du? Ich denke, sie sollte einen Bericht verfassen. Und den besprechen wir in der ersten Konferenz. Gut, dann erwarten wir Ihren Bericht. Du bist nicht schuld daran. Verstehst du das? Glaubst du mir denn? Du bist auch nicht schuld daran, dass dein Papa nicht mehr kommt. Darf ich dann bald gehen nach Hause?
ein bisschen dauern. Kannst du der Frau was sagen? Welche? Der Mama von diesem Mädchen. Klar, was denn? Dass ich das nicht wollte. Mach ich. Kommen Sie mit. Vielleicht geht's Ihnen dann besser. Es war ein Unfall. Fahren Sie nach Haus. Es scheint eine posttraumatische Belastungsstörung vorzuliegen mit Nachhallerinnerungen und optischen Illusionen bzw. Halluzinationen sowie das Gefühl des Betäubtseins und emotionaler Stumpfheit. Um eine Heilung zu erreichen und einer Verschlimmerung vorzubeugen, schlage ich eine stationäre, danach eine ambulante Traumatherapie vor. Die Einbindung der Mutter in die Therapie ist ratsam. Möglicherweise ist zusätzlich eine vorübergehende Medikation zur Entlastung sinnvoll. Vielleicht spielen wir nachher noch was zusammen. Aber du spielst doch nicht gern. Ich muss es halt mal versuchen, oder? Ja. Geht nie jemand ran. Ich versuch's beim Jugendamt. Die müssen ja wohl wissen, wo er untergebracht ist. Und dann? Dann fahren wir dahin. Ich finde, wir sollten uns um die Beerdigung kümmern. Meinst du nicht? Wir haben später einen Termin im Institut. Sabine, ich schaff das nicht allein. Sag mal, dir kann's gar nicht schnell genug gehen, oder? Ich will verdammt noch mal wissen, was genau passiert ist. Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Es geht doch um unsere Tochter. Gerber, die durch nichts, was du tust, wieder zu uns zurückkommt. Danke.
Wann darf ich mein Kind denn wieder mit nach Hause nehmen? Wir müssen erst mal herausfinden, was ihrem Sohn fehlt. Aber ihm fehlt nichts. Außer vielleicht sein Zuhause. Aber ihr Kind braucht Hilfe. Und die versuchen wir ihm hier zukommen zu lassen. Sie sperren David hier ein, er ist 8. Niemand weiß doch, was passiert ist. Wahrscheinlich machen sie ihn hier erst krank. Wenn Sie uns helfen, Ihren Sohn besser zu verstehen, dann kommen wir schneller zu einer Diagnose und dann können wir auch vielleicht bestätigen, dass es nur ein Unfall war. Wie kann denn überhaupt jemand glauben, dass es kein Unfall war? Grimma? Wieso, was ist? Was ist passiert? Du hast gelogen. Er war doch wieder da. Was haben sie ihm gegeben? Eine Viertel Lorazepam. Das hilft dir erstmal. Und dann passiert heute Nacht auch nichts Schlimmes mehr. Wenn was ist, rufen Sie mich. Ich bin drüben. Der Vater ist doch sicher kein Clown. Und die Tresorübung hat nicht geholfen? Haben wir erst einmal gemacht. Wir müssen dringend herausfinden, woher diese Belastungsreaktion kommt. Wollen Sie es nicht noch mal bei der Mutter versuchen? Darf ich Sie was fragen? Muss man, wenn man das alles sieht, nicht Angst haben, selber ein Kind zu bekommen? Wenn man sieht, was man alles falsch machen kann? Die Sicherheit, die wir uns wünschen, die gibt es weder bei der Behandlung noch beim Großziehen der eigenen Kinder. Jetzt gucken Sie nicht so. Akzeptieren Sie die Unsicherheit. Und vergessen Sie nicht, dass wir unser Leben gestalten können. Und jetzt fahren Sie erstmal nach Hause und gönnen sich noch unter Schlaf, ja? Halte ich für voreilig. Zweifeln Sie jetzt meine Kompetenz an. Ich möchte, dass Sie Ihre Arbeit hier zeitnah beenden und zurück zum Universitätsklinikum gehen. Wir kommen so nicht weiter. Sie stochen hier nur rum. Wenn Sie vielleicht einen Moment draußen warten. Was ist denn sein Problem? Nehmen Sie es nicht persönlich. Wenn wir jetzt falsch behandeln, dann verbringt David Jahre in Kliniken und wird medikamentiert. Das ist sein Spezialgebiet. Und es geht um ein totes Kind. Ja, Sie haben ja recht. Ich habe ja nur an den jungen Mann und die Konsequenzen für ihn gedacht. Camper sitzen die Institutionen im Nacken.
Er gibt uns eine Woche. Entschuldigung, warten Sie hier auf jemanden? Ich warte darauf, dass man mich in die Klinik lässt. Wen wollen Sie denn besuchen? Den kleinen Jungen hinter dem Zaun. Warum? Können Sie mich nicht einfach reinlassen? Es geht nicht. Kann ich nicht. Das wäre wirklich wichtig für mich. Was wollen Sie denn da? Es ändert doch nichts. Fahren Sie nach Hause zu Ihrem Mann. Genau, sie darf auf gar keinen Fall die Klinik betreten. Sagen Sie das bitte auch an die Nachtschicht weiter. Danke. Würden Sie mal bitte kommen? Keine Lust mehr gehabt, auf Papier zu malen? Wenn du mir sagst, wie ich... Guten Tag, Herr Professor Dr. Kemper, hier Della von der Pforte. Ich habe hier die Frau Böhmstein, die wollte mit David... Ja. Okay. Ja, sage ich hier. Ich habe ein Recht darauf. Diese Abteilung hat nur Besuchszeiten. Ich habe ein Recht darauf. Ich kann Ihnen da nicht helfen. Ich werde jeden Tag hier stehen und warten, bis man mich reinlässt. Richten Sie das diesen Ärzten aus. Mailbox-Nachrichten nach dem Piep. Sag mal, sprichst du jetzt nicht mehr mit mir? Wir haben sie verloren, egal was du tust. Aber ich will sie nicht allein beerdigen. Nicht ohne ihre Mutter. Thank you.
Baumhaus angekommen, entdeckt sie eine Truhe. Vorsichtig öffnet sie mit einem Zauberschlüssel das erste Schloss, dann das zweite, dann das dritte. Hast du Lust, mir mal dein Zuhause aufzumalen? Wieso nicht? Ich komm nachher noch mal wieder, ja? Vielleicht überlegst du es dir ja noch mal mit dem Bild. Ja, so, als wolle man ihn sedieren. Also nichts. Na, so komme ich auf jeden Fall nicht zu ihm durch. Glauben Sie, er realisiert, was er getan hat? Die Frage ist doch, ob er es tun wollte. Und wenn ja, warum? Morgen. Ja, ist doch schön, dann sehen wir uns am Wochenende. Aber nur, wenn der Wind gut ist. Ja, gut, danke. Wir sind uns unsicher, ob man ihn wirklich schon auf Medikamente einstellen sollte. So ganz andere Diagnose. Er hat die halbe Nacht geweint. Vorher stand nichts im Krankenblatt. Und dann weißt du es jetzt. Er ist 8 und in einer geschlossenen Abteilung. Weg von zu Hause. Natürlich ist er verängstigt. Solange wir ihn ruhig stellen, komme ich nicht zu ihm durch. Johann, wir haben ein totes Kind. Wir können nicht ausschließen, dass ein anderes Kind dafür verantwortlich ist. Den ganzen Tag läuft die Presse an. Das Gesundheitsamt ist hochnervös, weil sie ein nicht strafmündiges Kind in die geschlossene Abteilung überstellt haben. Ich meine, sowas haben wir nicht jede Woche. Also lass uns bitte nicht über 5 Milligramm hin oder her diskutieren. Findet heraus, wie es dazu kommen konnte. Also können wir erstmal auf Medikamente verzichten? Ich möchte schnellstmöglich Antworten geben können. Die Tagesdosis können wir zunächst absetzen, ja. Ich habe gerade mit deiner Mama gesprochen. Wo? Hier war sie hier. Die werde ich ja besuchen. Nein, Mama war noch gar nicht da. Kann ich bald wieder nach Hause? Oder dort raus, in den Garten? David. Wenn deine Mama mal nicht zu Hause war, was hast du denn da so gemacht? Hast du gespielt? Ferngesehen? Bist du rausgegangen? Waren Freunde da? Erzähl doch mal. Thank you.
für mich? Hast du gespielt? Ferngesehen? Bist du rausgegangen? Waren Freunde da? Erzähl doch mal. Für mich? Okay. Das habe ich gemacht, oder? David, magst du mir sagen, was da genau passiert ist? Ich hatte Angst vor ihm. Vor wem? Hattest du Angst vor dem Mädchen? Nein, vor ihm. Ist er jetzt auch da? Manchmal ist er da. Manchmal. Magst du mir sagen, von wem du da gerade redest? Vielleicht versuchen Sie es noch mal woanders. Noch einen Schluck Wasser? Licht anlassen. Thank you.
Du kannst nicht mein Papa sein. Mein Papa ist Land in Australien und kommt nie hierher. Natürlich steht Ihnen frei, auf dem Sarg oder der Urne eine eigene Inschrift eingravieren zu lassen. David hat seinem Vater in den letzten beiden Jahren Briefe geschrieben. Sie war natürlich nie abgeschickt. Wohin auch? Ich sehe das traumatisierende Kippmoment in der Bemerkung der Mutter. In Davids ohnehin psychisch belasteten Situation hat hier, glaube ich, die Transgression der positiv besetzten Fantasie des Vaters als Clown in die negativ und mit Ängsten besetzten Halluzinationen stattgefunden. Was denkst du? Ich denke, sie sollte einen Bericht verfassen. Und den besprechen wir in der ersten Konferenz. Gut, dann erwarten wir Ihren Bericht. Danke. Du bist nicht schuld daran. Verstehst du das? Glaubst du mir denn? Du bist auch nicht schuld daran, dass dein Papa nicht mehr kommt. Darf ich dann bald gehen nach Hause? Kann auch ein bisschen dauern. Kannst du der Frau was sagen? Welche? Der Mama von diesem Mädchen. Was denn? Dass ich das nicht wollte. Mach ich. Kommen Sie mit. Vielleicht geht's Ihnen dann besser. Es war ein Unfall. Fahren Sie nach Haus. Jetzt am Ende ruft deine Lehrerin wieder bei mir an. Weißt du? Mache Steine anmal. Fass den jetzt zuerst, hä? Was hältst du davon, wenn du in Zukunft immer zuerst die Hausaufgaben machst und dann Sachen wie spielen, malen? Aber eigentlich ist es doch egal. Was? Wann ich was mach. Ist es nicht. Wieso? Ihr seid doch sowieso nie da. Also kann ich auch nachts Hausaufgaben machen. Pömer, das tut mir auch leid. Aber das wird doch nicht immer so sein. Guck mal, der Rainer geht eben abends gern noch mal weg und dann kann ich ihn doch nicht immer allein gehen lassen. Und warum kann ich da nicht einfach mit? Weil du nachts schlafen sollst, damit du dich in der Schule wieder besser konzentrieren kannst, ja? Gehst du heute wieder weg? Wir gehen nur ins Kino, aber du gehst schon ins Bett. Guck mal, wir waren doch heute am Waldsee, das war doch schön. Und nächste Woche machen wir was zusammen, ja? Nur wir zwei. Wollen wir mal wieder in den Zirkus gehen? Ich will nicht mehr in den Zirkus. Gut, dann machen wir irgendwas anderes, was dir gefällt. Was denn zum Beispiel? Papa ist doch Clown, oder? David, du musst damit aufhören. Ein für alle Mal.
Es tut mir leid, was ich letzte Woche zu dir gesagt habe, aber merkst du nicht, dass ich versuche, einen neuen Papa für dich zu finden? Kann es sein, dass der dann auch einfach nicht mehr kommt? Nein, das hoffe ich nicht. Ich habe mein Kind nicht gern allein gelassen. Ich weiß, dass das keine gute Situation ist. Aber wie soll man denn sonst eine Beziehung aufbauen? David ist ja auch kein Kleinkind mehr. Und auf der Hochzeit? Die haben Platzsteine verteilt und dann? Dann sind wir auf die Feier, also in die Kirche zuerst und dann sind wir auf die Feier. Ich habe David spielen lassen. Die hatten einen Zauberer und die Kinder durften sich verkleiden. Naja, das wissen sie alles. Und dann, ja, dann war das Nächste das mit dem Mädchen. Ich habe jetzt gleich eine Sitzung mit David, aber ich würde sie gerne mal zu Hause besuchen. Und dann? Das Jugendamt war doch auch schon bei uns. Lass uns die Dosis noch mal verringern. Ja. Darf ich? Die Tox war positiv. Tranquilizer? Ja. Ich denke aber nicht, dass Sie alleine für seinen Zustand verantwortlich sind. Medikamentenmissbrauch kann durchaus dazu führen. Wie hoch ist die Konzentration? Nachweislich 3 Mikrogramm. Was sehr wenig ist. Eigentlich zu wenig. Ich war heute bei seiner Mutter zu Hause. Und? Ich bleibe bei meiner Vermutung einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und wie argumentieren Sie Ihre Diagnose? David hat seinem Vater in den letzten beiden Jahren Briefe geschrieben. Sie war natürlich nie abgeschickt. Wohin auch? Ich sehe das traumatisierende Kippmoment in der Bemerkung der Mutter. In Davids ohnehin psychisch belasteten Situation hat hier, glaube ich, die Transgression der positiv besetzten Fantasie des Vaters als Clown in die negativ und mit Ängsten besetzten Halluzinationen stattgefunden. Was denkst du? Ich denke, sie sollte einen Bericht verfassen. Und den besprechen wir in der ersten Konferenz. Gut, dann erwarten wir Ihren Bericht. Du bist nicht schuld daran. Verstehst du das? Glaubst du mir denn? Du bist auch nicht schuld daran, dass dein Papa nicht mehr kommt. Darf ich dann bald gehen nach Hause? Kann auch ein bisschen dauern. Kannst du der Frau was sagen? Welche? Der Mama von diesem Mädchen. Klar, was denn? Dass ich das nicht wollte. Mach ich. Kommen Sie mit. Vielleicht geht's Ihnen dann besser. Okay. Ich gehe zu ihm hin und werde ihn fragen, was er will, okay?
glaube, er ist nicht mehr da. Kommen wir gehen. Ich verstehe nicht, wie du das aushältst. Wie ich was aushalte? Also, was soll ich denn denken? Dass du mich nicht mehr willst, oder? Dass du glaubst, ich wäre kein guter Vater? Tim, ich wollte es dir ja sagen, aber ich... Stattdessen redest du lieber mit irgendwelchen Menschen. Ich habe doch nur mit Martina geredet und ich... Ich bin vielleicht pleite, aber ich schaff das schon. Du bist was? Das weißt du doch. Nein, woher denn? Dann verstehe ich noch weniger, warum du mich so aussperrst. Tim, ich weiß doch selber noch gar nicht, ob ich's will. Tim, ich wollte es dir ja sagen, aber ich... Stattdessen redest du lieber mit irgendwelchen Menschen. Ich habe doch nur mit Martina geredet und ich... Ich bin vielleicht pleite, aber ich schaff das schon. Du bist was? Das weißt du doch. Nein, woher denn? Dann verstehe ich noch weniger, warum du mich so aussperrst. Tim, ich weiß doch selber noch gar nicht, ob ich's will. Ach, und das entscheidest du einfach so alleine. Fass mich nicht an. Seit den letzten Tagen bin ich mir sicher, dass er... Frau Dr. Krämer, ich verlange von Ihnen die Erstellung eines objektiven Gutachtens. Stattdessen überschreiten Sie Ihre Kompetenzen und fangen an zu behandeln. Es war nur eine Umarmung. Worum geht's Ihnen hier eigentlich? Vielleicht hat der Junge das mal gebraucht. Oder die junge Kollegin. Also weiter. Ich bin mittlerweile sicher, dass er an einer akuten Belastungsstörung und in der Folge an Wahrnehmungsstörungen leidet. Sie sprechen von einer frühkindlichen Schizophrenie. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Niemand redet hier von einfach. Ich schließe mich der Meinung an. Vieles deutet auf eine PTBS hin. Die Modediagnose bei allen jungen Kollegen. Eine frühkindliche Schizophrenie festzustellen, halte ich für voreilig. Zweifeln Sie jetzt meine Kompetenz an? Ich möchte, dass Sie Ihre Arbeit hier zeitnah beenden und zurück zum Universitätsklinikum gehen. Wir kommen so nicht weiter. Sie stochen hier nur rum. Wenn Sie vielleicht einen Moment draußen warten. Was ist denn sein Problem? Nehmen Sie es nicht persönlich. Wenn wir jetzt falsch behandeln, dann verbringt David Jahre in Kliniken und wird medikamentiert. Das ist sein Spezialgebiet. Und es geht um ein totes Kind.
Sie haben ja recht. Ich habe ja nur an den Jungen und an die Konsequenzen für ihn gedacht. Camper sitzen die Institutionen im Nacken. Er gibt uns eine Woche. Den kleinen Jungen hinter dem Zaun? Warum? Können Sie mich nicht einfach reinlassen? Es geht nicht. Kann ich nicht. Das wäre wirklich wichtig für mich. Was wollen Sie denn da? Es ändert doch nichts. Fahren Sie nach Hause zu Ihrem Mann. Genau, sie darf auf gar keinen Fall die Klinik betreten. Sagen Sie das bitte auch an die Nachtschicht weiter. Danke. Würden Sie mal bitte kommen? Keine Lust mehr gehabt, auf Papier zu malen? Wenn du mir sagst, wie ich dir helfen kann? Kannst du ihn wegschicken? Wen wegschicken? Den Clown. Was will denn der Clown von dir? Weiß ich nicht, aber er ist nicht mein Vater. Der ist nämlich hier unten durch. Wie, wo unten durch? Australien ist hier unten durch. Warum hast du nur Angst vor einem Clown, wenn dein Vater auch einer ist? Mein Papa kommt nie, aber dieser Clown kommt immer. Magst du dich mal hier hinsetzen aufs Bett? Erst wenn er weg ist, okay? Okay. Weißt du, was ein Tresor ist? So einer mit einem ganz großen Schloss? Ja, so wie in einer Bank. Genau, genau so einen. Den stellst du dir jetzt mal vor. Und jetzt? Jetzt stellst du dir einen Clown vor. Und wie der in den großen Tresor reinläuft. Ist er drin? Ja. Und jetzt schließt du die Tür ganz fest. Und nur du weißt, wie sie wieder aufgeht. Niemand sonst. Ja? Möchtest du nicht mit? Magst du es nicht an den Händen? Ist er da? David, der tut dir nichts. Soll ich ihn fragen, was er will? Und wo ist er ungefähr? Okay. Ich gehe zu ihm hin und werde ihn fragen, was er will, okay?
Ich glaube, er ist nicht mehr da. Warum wollen alle Menschen wissen, was passiert ist, nur du nicht? Warum? Was glaubst du, würde es ändern? Wenn ich nicht wüsste, dass du der Vater bist, würde ich daran zweifeln. Das ist meins. Sie sind auch mit dem Privatvermögen haftbar. Ich war nur in einer Besprechung. Tim, was soll ich jetzt machen? Ich kann hier nicht einfach weg. Ja, ja, ich beeile mich. Ist gut. Ciao. Entschuldigung. Ja. Haben Sie einen Moment? Wollen wir kurz raus? Schwierige Situation. Auch für Sie. Die Leute meinen mich. Bei der Arbeit ist es auch ganz seltsam. Den Clown. Was will denn der Clown von dir? Weiß ich nicht. Aber er ist nicht mein Vater. Der ist nämlich hier unten durch. Wie, wo unten durch? Australien ist hier unten durch. Warum hast du nur Angst vor einem Clown, wenn dein Vater auch einer ist?
Mein Papa kommt nie, aber dieser Clown kommt immer. Magst du dich mal hier hinsetzen aufs Bett? Erst wenn er weg ist, okay? Okay. Weißt du, was ein Tresor ist? So einer mit einem ganz großen Schloss? Ja, so wie in einer Bank. Genau, genau so ein. Den stellst du dir jetzt mal vor. Und jetzt? Jetzt stellst du dir einen Clown vor. Und wie der in den großen Tresor reinläuft. Ist er drin? Ja. Und jetzt schließt du die Tür ganz fest. Und nur du weißt, wie sie wieder aufgeht. Niemand sonst. Ja? Wenn wir den Clown wegmachen können, können wir dann auch das Mädchen wieder herholen. Da bist du. Ich habe eine Bauleitung angeboten bekommen in Berlin. Und wirst du hingehen? Was denkst du? Hat sich also nichts verändert? Auf Dauer sind Beruhigungsmittel keine Lösung. Ich brauche halt meinen Schlaf. Was über meinem Kollegen? Und? Nichts. David ist ein lebendiges Kind. Kreativ. Also kein ADS? Hyperaktiv, ja. ADS, nein. Und besser schlafen kann ich deswegen auch nicht. Ja, das eine sind Sie, das andere ist Ihr Kind. Ich glaube, dass sich mein Alltag ausgeschlafen auch mit David bessert. Also gut, aber bitte nur bei Bedarf. Tranquilizer sind keine Kopfschmerztabletten. Danke. Ich hab was für dich gekocht, Mama. Ja, das sehe ich. Hast du keinen Hunger? Ist doch wegen gestern. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Das ist ja auch ganz lieb, aber wir müssen jetzt hier ganz schnell sauber machen. Kein Essen? Doch, doch, aber ich koche. Der Rainer kommt doch heute zum Essen. David, warte, das war doch nicht so gemeint. Gut, siehst du aus. Danke. Schmeckt's dir? Mhm, sehr gut. Hattest du einen stressigen Tag? Wieso? Du? Ach, mein Ohr tut immer noch weh, die sind manchmal so anstrengend. Dein Sohn oder deine Kunden? Der ist manchmal. Wollt ihr denn nicht mit uns essen? Nee, ich glaube, der wollte lieber oben. Poltergeist spielen? Ich
Vielleicht ein Pudding? Bitte? Schokolade, Eis, Pudding. Ich weiß ja nicht, was Kinder so gerne essen, aber vielleicht ein Pudding? Ach so. Gute Idee. Ich bin gleich zurück. Was machst du denn dann den ganzen Tag? Du, David, ich muss nach der Arbeit noch zum Arzt. Mach keinen Blödsinn, ja? Essen ist im Kühlschrank. Ich melde mich noch mal kurz. Kuss zurück. Brenninger Teleservice, guten Tag. Sie sprechen mit Frau Walz. Was kann ich für Sie tun? Lieber Papa, ich habe mir so gewünscht, dass du irgendwann zu mir kommst. Nur einmal. Aber jetzt weiß ich, dass du das gar nicht willst. Du willst gar nicht mein Papa sein. Das hat Mama mir gesagt. Ich glaube, dir wäre es am liebsten, wenn ich gar nicht da wäre. Ich komme jetzt nicht mehr zum Flughafen. Hat sich also nichts verändert? Auf Dauer sind Beruhigungsmittel keine Lösung. Ich brauche halt meinen Schlaf. Waren Sie bei meinem Kollegen? Und? Nichts. David ist ein lebendiges Kind. Kreativ. Also kein ADS? Hyperaktiv, ja. ADS, nein. Und besser schlafen kann ich deswegen auch nicht. Ja, das eine sind Sie, das andere ist Ihr Kind. Ich glaube, dass sich mein Alltag ausgeschlafen auch mit David bessert. Also gut, aber bitte nur bei Bedarf. Tranquilizer sind keine Kopfschmerztabletten. Danke. Ich hab was für dich gekocht, Mama. Ja, das sehe ich. Hast du keinen Hunger? Ist doch wegen gestern. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Das ist ja auch ganz lieb, aber wir müssen jetzt hier ganz schnell sauber machen. Kein Essen? Doch, doch, aber ich koche. Der Rainer kommt doch heute zum Essen. David, warte, das war doch nicht so gemeint.